Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder zurück bei GTALP. Und ach Mensch, ich sehe da gerade jemanden, der da steht. Ganz kurz nur für euch, ich mache heute nicht allzu lange, wahrscheinlich nur so 2 Stunden oder so, weil ich bin heute noch ein bisschen erledigt. Ich hatte heute eine ziemlich lange Aufnahmesession und möchte heute nicht mehr allzu viel machen, aber ich habe trotzdem irgendwie noch ein kleines bisschen Bock auf GTALP. Daher heute noch so 2 Stündchen und dann mache ich für heute auch ja, einen Feierabend. Dann machen wir jetzt mal noch ein kleines bisschen MP hier, würde ich sagen. Mikrofon activated. Hi. Was? In sein Handy vertieft. Also, Jemine, da wird heute aber einiges schlecht. Bürstchen im Schlafrock. Jerk Chicken. Just all. Backjuice. Hoffentlich ohne Alkohol. Summer. Beine, stimmt ja. Was ist das? Okay. Nach der Event. Und dann auf Whiteboard. Wenn er noch ein bisschen in sein Telefon vertieft ist, fahre ich schon mal los. Hat ihn gleich von der Arbeit aus eine SMS. Ah, okay. Dachte gerade, was ist das denn für ein Fahrzeug?
für den Fahrrädern? Warum stehen die so weit weg? Hat keiner da? Oh. Alles abgeschlossen. Ach, klemmst du schon wieder? Oh, Simon wurde befördert. Punktcheck. Simon, Gratulation zur Beförderung. Okay. Ich bin momentan ein paar Jetskis vermieten. Könntest du die Latte nehmen? Aber klar doch. Okay. Wir sind gerade zu zweit. Was ist denn los? Ski-Vermietung. Bungalow 1. Okay, Bollywood WWR Mountainbike-Strecke. Zeit Rivera Rivero. Und zwei C-Sharp, Lola Escano. Okay, es ist nicht viel los. Okay. Okay. Okay, erstmal einen Überblick verschaffen. Okay, so schnell konnte ich gerade nicht reagieren. Oder verwählt. Hallöchen. Hi, Kate. Hi, Isaac. Ich bin gerade bei der Nachkontrolle. Krankenhaus. Wie geht's dir? Ja, schon besser. Ich hoffe, ich krieg jetzt den Gips ab und... Was ist überhaupt passiert? Also, ich habe nur gehört, dass du irgendwie in das Auto eingeklemmt worden bist. Ich bin inzwischen auch mit Amy ein Pärchen. Oh, Glückwunsch. Ist so einiges passiert, ja. Oh, das freut mich. Und wir haben jetzt ja auch ein Haus geholt, das frei wurde, tatsächlich eine Weinroute ist. Wir sind der Nachbarn von Val und Corey direkt. Oh, okay. Da hatten wir sehr Glück, ja. Wow, Mensch, jetzt geht's bei dir ja auch voran. Ja. Naja, es ist irgendwie so entstanden in der Zeit, wo sie mich auch aufgebaut hat und ja. Oh, das ist doch schön. Oh, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück. Ja, danke. Und ja, wir sind auf dem Mount Shared hochgefahren mit dem Dumpster. Ja. Und ich habe einen Stein leicht touchiert und dann ist der Dumpster nach links gekippt und ja. Oh nein, du hast den Caitlin gemacht, sag's nicht. Dann ist der Dumpster nach links und hat sich mehrmals überschlagen. Du hast den Caitlin gemacht! Wir sind zum Glück gestoppt in so einer Kuhle, dass wir noch weiter runter sind bei den Bäumen. Ja, also, ach du Jemine, okay, du hast den leichten Caitlin gemacht. Ich war ja komplett bewusstlos. Ja, wir waren noch bei bewusst. Scheiße. Du meine Güte. Und jetzt hast du einen Gips bekommen. Ja, das war, mein Oberschenkel war angerissen. Au, ja. Und Glassplitter hatte ich im Arm viele und... Ah, ja. Gehirnerschütterung, aber jetzt ist wieder alles gut, hoffentlich.
Na, Gott sei Dank. Und du bist jetzt mit Amy zusammen. Ja. Glück im Unglück, könnte man sagen. Bist du auf Arbeit? Ich bin gerade bei WWR, ja. Brauchst du eine Abholung? Ich brauche gleich eine Abholung, ja. Und du bist am Krankenhaus, richtig? Ja. Genau, am Samstag. Ich warte gerade, bis jemand mehr Zeit für mich hat. Ansonsten kann ein bisschen dauern. Ansonsten hole ich dich. Ach so, für die Nachuntersuchung. Mhm. Ah, okay. Ansonsten melde ich, dann hole ich dich gleich ab. Ach und? Ja. Wir müssen nämlich Jetskis gleich noch zu einer Hochzeitslocation fahren. Ja, kümmert sich gerade auch Simon drum. Echt? Ja. Weil das war noch in der Akte drin, deswegen. Er kümmert sich. Er kümmert sich gerade dran. Ja. Du, es tut mir gerade leid, dass ich dich auch gerade ein bisschen abbinden muss, aber hier steht gerade eine Kundin vor mir. Okay. Alles klar. Okay. Ciao. Bis gleich, ciao. So, Entschuldigung, das war nur ein Kollege von mir. Ich habe Vollzeit. Und zwar wollte ich gerne einen Gutschein bei euch holen und hätte aber die Frage, ob ihr vielleicht auch so Grafiken noch dafür zusätzlich hättet. Glaube ich, aktuell sind wir dabei in der Mache. Ich bin mir nur halt gerade nicht sicher, ob die gerade schon fertig sind. Also Gutschein auf jeden Fall, aber eine Grafik extra dazu kann ich jetzt nicht versprechen, weil ich da jetzt gerade nicht in dieser Materie drin bin. Aber ich kann Ihnen gerne natürlich einen Gutschein ausstellen. Also, das ist Gutschein kein Problem. Ja, wegen der Grafik müssen wir mal gucken, weil das wäre tatsächlich schon für heute Abend. Mal wieder. Oh, okay. Da weiß ich nicht, aber, ob jetzt noch Kollegen kommen. Dann ist das auch nicht schlimm. Ja, also es ist jetzt erstmal auch nur ein Wertgutschein. Ja, das ist kein Problem. Okay, also, so einmal $1,000 und dann rufe ich dann später nochmal an oder so. Mhm. Ja, genau. So, bitteschön. Dankeschön. Dann, ja, super. War es das eigentlich schon? Meld mich ja später nochmal, ob vielleicht jemand da ist, der da was weiß oder was ja, hat. Ja, genau. Einfach mal kurz durchklingeln. Dann na klar. Können wir Ihnen vielleicht Näheres schon sagen. Ja, alles klar, super. Okay. Dann sehr gern. Einen schönen Abend noch. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao. Check. Waren das jetzt die Jetskis für die Hochzeit heute? Nee, für Mavis, vier Stück. Ach so, weil Isaac eben gerade noch angerufen hatte, dass gleich noch wir Jetskis für die Hochzeit weiter vermieten sollten. Ja, wenn ich weiß, wer, wie, wann, wo, warum, dann kann man gucken. Sonst schaue ich gleich mal in der Terminspalte nach, ja. Das sieht doch ein bisschen besser aus, als wenn die hier so kreuz und quer kraut drüben stehen. Mhm. Warte mal. Ist die jetzt auf? Okay. Oh, die Tür war aber aufgeblieben. Oh oh. So. Mal sehen. Sneakwerk-Vermietung. 5 Stück werden benötigt und müssten zum Alamosee gebracht werden. Fischerdorf. Max. Ah, okay.
Also hier steht nochmal eine Jetski-Vermietung von 5 Stück, die müssten zum Alamo-See gebracht werden, beim Fischerdorf. Ja, das war das in Mail jetzt. Ah, okay. Hollywood, Rockwood, Stock, Tourbus und Partybus. Okay. Leitstelle Whitewater, Sie sprechen mit Caitlin, hallo. Hi, grüße, Hollywood Record hier. Hallo. Grüße. Wir wollten fragen, ich glaube, Ranji macht das, aber der ist noch nicht da, bezüglich den Shuttlebus, also den Partybus, den ihr habt. Nicht Partybus, wie heißt der? Dem Tourbus und den Partybus, genau. Ja. Genau. Den Tourbus, da wäre nämlich schon unser Fahrer da. Und ich wollte fragen, ob wir den schon holen könnten. Theoretisch ja. Mit der Keycard, Schlüsselcard, habt ihr da schon? Mit dem Tourbus? Müssten sie zu uns kommen, dann stellen wir ihnen die direkt aus. Perfekt. Also wir bräuchten halt, dann halt denjenigen da, der den auch dann fährt. Alles klar. Das wären dann $300 die Stunde. Alles klar. Ja, ich glaube, das hat der Ranschild mit euch ausgemacht. Ja. Genau. Also der ist ja eh, glaube ich, gebucht für uns, oder? Ja, genau, der ist geblockt, richtig. Der Partybus halt auch. Perfekt, ja. Cool. Und was wir noch fragen wollten, ich weiß jetzt nicht, ich frage jetzt gleich direkt über Telefon, persönlich ist es immer besser. Brunchit hat ja irgendwie beim letzten Event, glaube ich, irgendwas mit 50% oder so. Und dadurch jetzt Sammelkarten bei euch haben. Und Ranjit das quasi über Bollywood hier aufgebaut hat, wollten wir fragen, ganz nett, ob da was möglich wäre, da das eine Non-Profit-Veranstaltung ist und so weiter. Und? Bollywood? Wir sind voll pleite, nein, Spaß. Ich muss gerade kurz einmal nachgucken. Ich meine, ich habe irgendwie was gelesen, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ja, kein Ding, sonst können wir später noch mit oder morgen mit Max dann quatschen. Ja, es ist, glaube ich, also ich glaube mal, der hat da mehr die Ahnung davon. Okay. Na gut, dann schicke ich den Fahrer vorbei. Ja. Daniel. Ich glaube, da muss ich eh nicht dabei sein, oder? Nee, halt nur der Fahrer. Er müsste dann da sein. Genau, und Abrechnung machen wir dann wahrscheinlich dann gesammelt, ne? Für die Zeit. Da quatsche ich dann mit Max. Also es wird halt wahrscheinlich bis 11 Uhr oder so benötigt. Mal schauen. Okay. Und dann, wie gesagt, wir würden dann alles zusammen, ein Komplettpaket. Ja. Dann hoffen wir. Und stellen wir dann am besten eine Rechnung dann über das Ganze. Genau. Okay. Tuppi. Geiler Scheiß, dann schicke ich den vorbei. Dankeschön. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ach hier, Bollywood Stock, das war das richtig. Hi. Geht's warm? Was, ich bin jetzt seit ungefähr 9 Uhr im Dienst. Wann? Ungefähr 9 Uhr. 9? Ja. Eine Herne. Ich bin Arbeitstier. Ja, merkt man. Und jetzt darfst du ja auch alleine arbeiten. Ja gut, sonst hätte es halt mit Mavis auch nicht geklappt. Ja, jetzt rief eben gerade der von Bollywood Stock an. Da kommt gleich der, den Tourbus abholt. Geben wir dann einfach so Leute raus? Ja, den kann man mieten. Der Tourbus. Ich war gerade beim Partybus. Ja, der Partybus wird ja auch geblockt. Ja. Für dieses Event. Den müssen wir hinbringen. Ja, deswegen. Genau, richtig. Deswegen, ich war gerade. Und inklusive Eskorte vom PD. Hm. Okay, ja. Ich war gerade beim Partybus. Nee. Der Tourbus, den kann jeder. Sozusagen, ja, der auch einen Führerschein dazu hat. Irgendwie im Kopf gehabt. Alles okay. Also, Isaac meinte, es wären noch irgendwie Jetskis für die Hochzeit heute. Wenn ich davon was weiß.
Er wüsste davon etwas. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Er was davon weiß, das ist mir relativ egal. Er bräuchte nachher noch eine Abholung und dann, glaube ich, wickelt er das Ganze noch mit ab? Ja, hier in Jetskis Verleih. Ist halt die Frage, wie viel und so, aber... Warte, ich schau gerade. Hier, Jetskis Verleih, genau. Ja, keine Ahnung, sagen wir mal eins. Oder stehen die Jetskis irgendwo drin? Ja, steht drin einmal, aber halt ja, erstmal mit 0 Dollar. Ja, dann ein Jetski. Weiß zwar nicht, was wir mit so vielen Jetskis anfangen wollen, aber okay. Also solange da Isaac Bescheid weiß, der ist jetzt noch gerade in der Nachuntersuchung. Und danach halt zur Abholung, also bräuchte er eine Abholung. Und dann denke ich mal, wickeln wir das Ganze dann noch mit ab. Mann, oh Mann, jetzt. Der Unfall vorgestern. Ja. Das war auch bei dir angefangen. Ein Berg runtergekullert. Er hat den Caitlin gemacht. Ja, ich weiß, ich habe ihn da rausgeholt. Ja. Das war aber auch ein Tag, den ich auch nicht vergessen werde. Vorgestern. Ja, die ganze Zeit nur Junggesellenabschied und ich habe heute immer noch Rückenschmerzen. Ich werde heute auch nicht alt, wirklich. Möchte nur ein bisschen, also so, ich glaube, eine Stunde, anderthalb und dann gehe ich auch wieder in den Feierabend. Apropos, ich muss noch meinem Schatz eine SMS schreiben. Ich bin gerade so ein bisschen dabei zu gucken, so, dass ich mir selbstständig nochmal eine Preisliste mache. Nebenbei. Hm? Dass die mir einfach da ausschauen kann. Wie viel was kostet und ja, was ich da für Fahrzeuge dann brauche zum Hinschleppen und alles. Ah, okay. Ja. Wartet jetzt eigentlich das Berg? Ah, Pacific Bluffs. Also ist die Feier. Da soll dann wahrscheinlich dann das Jetski hingebracht werden. Am besten dann ja vom Yachthafen aus. Warum ist ein Parkplatz an der Ölstrecke? Ah, okay. Okay. Ja, der südliche da. Unten an der Landstraße. Oh, Jack. Jack! Hallo! Hallöchen! Hey. Hallo! Hey. Nur zu dritt, oder was? Das ist crazy. Ist ja geisterkrank. Also bis vor ein paar Minuten war Simon noch allein. Ist ja noch geisterkrank, weißt du, verstehst du? Ja. Was noch geisterkranker was? Was denn? Ich bin jetzt schon seit 9 Uhr noch was im Dienst. Oder 9 Uhr, 8 Uhr noch was, 9 Uhr im Dienst. Ja, war ich gestern auch entspannt. Natürlich. Alles der Scheiß packt jetzt endlich erreicht. Ich will meinen Scheiß Führerschein, Junge. Ich kann das immer. Gibt's nicht. Ich war seit gestern auf den Dreck. Ist immer noch geschlossen. Das gibt's hier nicht. Boah, was machen die da eigentlich im PLC? Das ist unglaublich. Der ist ja schon bestätigt und so, weißt du? Ich hab ihn ja schon. Ja. Aber es muss dann einer aufstellen. Das ist keiner da, der aufstellen kann. Oh nee, wirklich? Ja. Oh, das ist ja noch schlimmer. Ich kann das nicht mehr, ey. Och, nö. Ich bin lang fertig, aber irgendwie... Ja, mich kommt's jetzt anhalten, dann sage ich, ich hab den schon, aber die sind halt zu dumm, ne? Was soll ich sagen? Ja, richtig. Dann sollen sie sich beim PAC
sich mal langsam melden. Isaac schreibt gerade, ich bin immer noch nicht dran. Ne? Oh Gott, der sitzt da noch und wartet auf seine Nachuntersuchung. Der Ärmste. Das wird doch noch eine Weile dauern. Ja, das ist schlecht. Der will von 20 bis 22 Uhr wieder seinen Bollywood-Dog-Strecker machen, ne? Ja, ich hab da... Da kümmert sich Ranjit drum. Ja, der braucht da unbedingt Hilfe. Hat er gemeint. Das ist schlecht. Aber ne, ich bin halt spätestens um 21 Uhr wieder weg wahrscheinlich, 21:30 Uhr. Ich bleib heute auch nicht sehr lange. Ich sitze immer noch mit meinem Rücken an. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen heute arbeiten, aber sehr viel halt kann ich auch heute nicht schaffen. Ja, easy, ich geh kurz aufs Klo und dann gucken wir mal. Danke. Jo. Achso, warte mal. Die für das Bollywood-Stock für den Tourbus und den Partybus soll als Rechnung gemacht werden. So. Achso, per Rechnung meinst du, also. Ja, genau. Wir rechnen das gar nicht direkt ab, so. Okay. Bemerkung circa 4 Stunden. Ja, das ist sowieso. Ja, das ist alles ziemlich viel. Also, da kann man. Das sind $9,415. Und da ist aber auch alles dann jetzt drin. Partybus plus der Tourbus, so. Und bei dieser hohen Summe würde ich auch sowieso sagen, ja, Rechnung ist da besser. Gehen die Steuern zumindest nicht davon dann ab, wenn wir eine Quittung ausstellen. Achso, 20.07. Das war ja Kontaktaufnahme. Apropos Bistrofabrik noch zu. Echt? Ja. Die Dame, die das geleitet hat, die macht dicht, weil sie kann es einfach nicht mehr. Okay. Sie ist einfach zu frustriert, weil einfach halt gar nichts irgendwie kam. So bei anderen hast du ja direkt irgendwie. Yes. Direkt Verstaatlichung, ja, ja. Ja, ja. Obwohl die eigentlich fast kaum da sind und dann andere, die sich da vollkommen reinhängen, aber halt. Wie jetzt das Deluxe zum Beispiel schon seit über einem Jahr darauf warten, endlich auch eine staatliche Stütze, also eine Subvention zu bekommen. Ja. Dabei würde ich es Alex so sehr gönnen. Ja. Haben wir auch nicht die leckeren Brötchen mehr von der Bistrofabrik? Leitstelle Whitewater, Sie sprechen mit Caitlin, hallo. Hi, Black hier. Und zwar, Frage, Moment. und zwar möchte ich gern ein Segelboot ausleihen. Ja? Habt ihr da gerade jetzt Kapazität? Und ich schaue gerade mal nach. Haben wir gerade eine Marquis vermietet? Nee, ne? Momentan nicht, ne. Dann hätten wir eine. Wir hätten dann eine Marquis frei, ja. Ja, cool. Können wir dann vorbeikommen?
Genau, dann kommen Sie zu WWA und wir fahren dann gemeinsam zum Yachthafen und stellen Ihnen dann einmal die Schlüsselkarte aus. Oder können wir uns direkt beim Yachthafen treffen? Nee, wir treffen uns jetzt immer hier bei erst bei WWA. Das ist jetzt so. Vorschrift. Okay. Weil es ein bisschen Überraschung ist. Ja, man kann ja trotzdem irgendwie so ein kleines bisschen Überraschung machen. Ja, okay. Alles klar. Okay. Alles klar, dann bis gleich. Ciao. Ciao. Schön, dass du Überraschung machen will, aber das ist halt so ein Punkt. Ja, richtig. Dann soll er sich selbst die Schlüsselkarte holen und fertig. Ja, genau. Und danach kann er ja seine Holde oder so dann abholen. Soll er halt eine halbe Stunde länger machen. Hallo. Oh, hallo. Ja, es ist immer so, wenn man gebannt auf den Computer starrt, ne? Ja, wir hatten gerade auch noch ein Telefonat. Wie kann man Ihnen helfen? Das auch noch. Hi, ich bin Daniel von Bollywood Records. Der Herr mit dem dass ich heute der Tourbus für einen Tag eingestellt werden soll, um den Bus zu fahren, richtig? Ja, dann kommen Sie aber gerade mit. Ich stelle Ihnen einmal die Schlüsselkarte aus. Wunderbar. So. Kann ich meinen Wagen dann hier parken, oder? Ja, da drüben, da ist unser Parkwächter für die privaten Leute. Okay, alles klar. So, einmal der Tourbus. So, also. Ein schickes Ding. Auf jeden Fall. Das sind 10 Sitzer. Acht. Okay. Hi. Das ist auch schon nicht schlecht. Also 8 hinten und dann einer noch auf dem Beifahrersitz. Das funktioniert. Ach so, okay. Genau. So. Dann kommen Sie mal gerade hierher. Ich muss nämlich hier einmal mit dem QR-Code hier das Ganze nämlich erst aktivieren. Ja. Ich bräuchte dann zuerst mal von Ihnen den vollständigen Namen. Am besten zeigen Sie mir einfach mal Ihren Personalausweis, damit ich den auch richtig schreibe. Daniel Wesson. Daniel Wesson. Und Sie haben bei uns auch schon AGB. Ich glaube, den Namen habe ich, glaube ich, schon in irgendeiner Akte gesehen. Nee, Sie das haben ist bei uns... Coco. Das ist meine Schwester. Haben Sie bei uns schon mal die AGB unterschrieben? Nein. Okay, dann mache ich gerade noch mal hier kurz durchstreichen. Dann schicke ich Ihnen gerade mal die AGB per E-Mail zu. Einmal bitte ganz kurz unten unterschreiben mit Telefonnummer und E-Mail. Na, E-Mail können wir eigentlich sowieso rauslesen. Und mit aktuellem Datum. Und dann passt das Ganze, weil wir dürfen halt nicht Sachen rausgeben bei den Leuten, wo wir noch keine AGB unterschrieben haben. Okay, ach so. Okay. So. Ich bin ein bisschen überrascht, weil Ranjit irgendwie meinte, ihr würdet mich für einen Tag einstellen oder so. Ja, das kann ich halt nicht. Ach so, okay, alles klar. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, richtig. Dann bräuchte ich mal Ihre E-Mail-Adresse. Daniel.wesson@mail.ls. Daniel.wesson@mail.ls. Oh, Moment. Ich habe da ein Q statt ein Ad. So. Tipp mich dabei immer. Mail.ls. So. Zack. Und dann gehen Sie dann auf Antworten und dann können Sie unten bei gelesen und akzeptiert dann alles soweit dann einmal schreiben und dann einfach wieder an uns zurückschicken. Das sollten Sie jetzt erhalten haben. Ja, mit so Computersachen bin ich nicht so firm, weil das vielleicht ist die zweite Mail, die ich bekomme. ansonsten einfach mal... Handy kurz mal wieder zu Deck stecken und nochmal neu oder vielleicht eventuell neu starten. Ja. Manchmal braucht es ein bisschen mit der E-Mail zum Versenden. Also auf jeden Fall hat er mir jetzt keinen Fehler angezeigt, dass die also doch, E-Mail... Jetzt ist auf jeden Fall was da. Genau. Da ungelesen. Öffnen tue ich die da. Whitewater Adventures. Nachricht vom AGB. Nachricht neu, 19. Okay, allgemeine Geltungsbereich, Haftung,
Es ist quasi nur, dass sie abgesichert sind im Schadensfall und wir halt auch. Okay, und jetzt schicke ich die einfach zurück, oder? Auf Antworten oben. Müssen Sie auf Antworten drauf gehen? Und dann können Sie nämlich unten die Zeilen ausfüllen, wo Datum, Name und Telefonnummer, glaube ich, draufsteht, ja. Ach so, da habe ich von jemandem anders jetzt irgendwas. Okay. Könnte sich gerade jemand mal um die beiden Kunden hier vor der Tür kümmern? Nur die drei Zeilen, ne? Ja, genau, richtig. Moment, ja, sieht so aus, als ob ich eine E-Mail erhalten habe. Bei der Wärme funktionieren die elektronischen Geräte nicht so gut. Ja, manchmal ist das so, Moment, bin gerade im falschen Reiter drin. Ah ja, hier. Alles klar, das hat geklappt. Wunderbar, dann darf ich Ihnen jetzt auch... Er startet der Tag, das ist schon mal gut, das ist viel wert. Dann darf ich Ihnen jetzt nämlich auch endlich die Schlüsselkarte ausstellen. Was scheint das Monstrum? Moment, jetzt muss ich gerade selber überlegen. Weiß jemand gerade, was der Turbus tankt? Ich denke mal Benz Diesel, richtig? Benz Diesel, nehmen wir. Diesel. Warte 5 Sekunden. Aber ich vermute mal, da das jetzt... okay, check. Es ist Diesel. Ein Diesel hält ja auch ein bisschen länger, ne? Genau. So, jetzt darf ich auch. Moment. Daniel Wesson. So, das ist dann für 4 Stunden. Jetzt muss ich gerade überlegen. Das sind 240 Minuten. 240. So. Ich habe den für 4 Stunden? Ja, genau. Also so... Okay. Okay. Ah, jetzt hat er es gemacht. Meine Güte. Ich hab so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, das soll um Mitternacht erst richtig losgehen. Echt? Ich weiß es nicht. Ich melde mich einfach. So, okay, bitteschön. Wer bist du? Wie ist deine Telefonnummer? Caitlin? Und wieso meine Telefonnummer? Na, weil du so sympathisch bist. Oder weil ich vielleicht später mal Hilfe brauche. Also wenn, dann rufen Sie bitte... Ausgegeben. Dann rufen Sie bitte über die Leitstelle von Whitewater an. Okay, und das ist die... Ja, 09... 32309... 9. 9. Okay, alles klar. Alles klar. Okay. Wenn ich nach 4 Stunden jetzt irgendwo bin, dann brauche ich Hilfe. Dann erlischt die und sollte dann noch jemand von uns im Dienst sein, dann könnte man Ihnen die auch verlängern. Okay, also wir haben jetzt 7, dann geht die bis 23 Uhr, oder? Ja. Ja, genau. Okay. Alles klar. Gut, dann ist das Ganze schon abgewickelt. Dann. Okay, dann packe ich mein Auto noch ein und dann geht's los. Genau, ja. Wunderbar, vielen Dank. Sehr, sehr gern. Im Grunde genommen bedeutet das jetzt erstmal nur Arbeit für mich, aber egal. Sehr schöne Arbeit. Ja, genau. So, warte. Ja. War doch klar, dass er deine Nummer für den Fall haben möchte, dass die Dinge abläuft. Ja klar, aber dann bin ich definitiv nicht mehr im Dienst. Du, ganz ehrlich. So, mache ich gleich noch den Eintrag. Isaac kann abgeholt werden. Kannst du das machen? Ich
Ich mach mich auf die Socken. Oben auf dem Dach Pause. Okay, ich mach mich auf die Socken. Ja. Und dann einen schönen Abend noch. Ihnen auch, danke. Kommst du nachher auch dahin? Nee, ich bleib heute nicht sehr lange im Dienst. Also die Party des Jahrhunderts. Ja, aber ich sitze schon seit ein paar Tagen mit Rückenschmerzen an und jetzt habe ich gerade ein Kollege muss jetzt abgeholt werden vom SAMS. Da muss ich gerade mal hin. Noch einer beim SAMS. Okay, es scheint gefährlich zu sein hier bei euch. Danke für das Berufsrisiko. Tschüss. Kein Problem, ciao. Ja, nun fahr auch. Unangenehm. Naja, lieber rücksichtslos fahren, als mal Rücksicht auf andere nehmen. Ja, ist ja nicht mein Leben, das dann an mir vorbeigeht. Check. Check. Sam, könntest du kurz die Leitstelle übernehmen? Ich könnte die Leitstelle übernehmen, ja. Ja, danke, ich bin gerade Isaac abholen.
Hallo. Hi. Na du, Sturzvogel. Ich bin aber meine Krücke los. Und mein Na, Gips. Das ist ja wenigstens was. Du hast jetzt wenigstens nur eine Krücke. Ich war im Rollstuhl. Ja, ich war auch schon mal im Rollstuhl hier. Ja, es ist nicht lustig. Da, wo ich von meiner Ex, von der Cousine entführt wurde da und angeschossen wurde. Ach ja, alles jetzt. Ach Gott, das ist ja noch. Also in letzter Zeit, hoffentlich geht's jetzt wieder aufwärts. Also, oh Gott, Ja, ich habe letztens die Entscheidung dann getroffen, mich zu trennen von Vicky. Und ja. Mhm. Da hast du ja auch mitbekommen. Mhm, ja, ja. Ja, und dann ist Amy in mein Leben gekommen. Also die war ja schon da, wo ich noch zusammen war, haben wir auch schon was unternommen viel. Mhm. Und jetzt hat's gefunkt. Ja. Ist doch schön, ich freue mich für dich. So, erzähl mal, was, also wie viele Jetskis sind dann jetzt für diese Hochzeit dann jetzt? Vier, okay. Also bräuchten wir. Wir sind gerade nicht sehr viele. Also wir bräuchten wenigstens einen Fahrer, der dann immer die Leute dann wieder hochfährt. Simon ist gerade in Pause gegangen, soweit ich weiß. Ist aber auch heute schon seit 9 Uhr im Dienst, also kein Wunder, dass er jetzt mal kurz Pause machen will. Ja, Arbeitstier halt. Sam ist da und mit dir, also wir werden so wenige sind wir. Ja, heute sind nicht viele gerade im Dienst. Also ich habe gerade noch Haru und Aki gesehen, aber die waren jetzt auch, wie glaube ich, eher privat unterwegs. Also die sind, glaube ich, heute out of order. Nee, ansonsten. Wir müssen auch noch beim Naschwerk 2 Torten abholen. Ach du Heimatland, okay, das auch noch. Mhm. Die nehme ich bis nämlich später mit. Ja, bis wann haben wir Zeit? Für das alles? Um 20 Uhr bin ich beim Trauungsort. Okay. Und bis dahin muss dann wenigstens das Jetski da sein. Obwohl ich, glaube ich, nicht mehr beim Trauungsort unbedingt sein muss, ne? Weil da ist nicht. Ich glaube, ja. Ich muss da gar nicht hin. Nee, du musst, wenn dann eher zur Party-Location. Das ist ja Pacific Bluffs. Bei Trauungsort ist ja nur dann an der Ölstrecke. Warum man auch immer dort heiratet, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein schöner Ort ist, aber gut, das ist ja eher so eine subjektive Sache, würde ich sagen. Ich rufe auch gleich nochmal den Bräutigam an. Und frag, ob ich dann, dass ich halt bei der Party-Location dann auf die warte. Ja. Weil da kann ich dann die Torte auch gleich hier an Hookies überreichen, dass die dann anschneiden schon und so. Mhm. Also nicht anschneiden, sondern in einlagern. Vorbereiten, ja, ja. Anschneiden macht ja das Brautpaar. Jawohl. Das sind ja sogar 2 Torten, ungefähr 80 Stücke. Alter, oh, nochmal so eine große Hochzeit? Halleluja. Ja, 80 bis 100 Leute sind da. Wenn man Leute kennt, die einen kennen und dann auch noch die mitkommen, oh mein Gott. Und zum Glück wurde der Parkwächter noch auf dem Parkplatz da. Mhm. Das ging doch noch spontan, weil gestern hat Ella mich ja angerufen. Ah. Ey, wir hatten das vergessen einzutragen. Oh, ups. Ja gut, also Tourbus für Bollywood Records ist schon mal weg. Ja, hier kommt noch der Partybus. Ja. Oh Gott, ja. Ja, der muss auch noch hin. Mit Polizeieskort. Keine Ahnung. Aber darum wollte sich Ranjit kümmern. Hm. Okidoki. Supi. Bevor ich das vergesse, die Schlüsselkarte für den Tourbus eintragen.
Fahrzeuge. Sam, wir bräuchten nachher Hilfe für die Jetskis zum Pacific Bluff Spring. Das sind insgesamt 4 Stück. Wann ist nachher? Das müssten wir gleich mit Isaac abquatschen, weil der muss nachher noch die Torte vom Naschwerk abholen. Die muss dort auch noch hin. Die wird dann vom Hookies in Empfang genommen. Ja, okay. Aber ich sag mal, wenn hat sich, wir... Hat sich irgendjemand, weil das ist nämlich auch noch ein Ding, wegen den 3 Veros beim Pinken Haus und den Jetskis am Hafen, hat die jemand irgendwie wieder, weißt du? Keine Ahnung. Ich war gestern nicht da. Das. Weil die waren nachts unterwegs. So haben wir schon mal mein Outfit geschmissen. Hallo Sam. Hi. So, warte. Hi. Wie, wir alle Stelle. Sam, hier, was geht? Also ich habe gerade schon mal Sam angehauen wegen dem wegen den Jetskis. Ich meine, wir könnten es so machen, wenn wir schon mal die ersten 2 Jetskis wegbringen, könntest du ja zum Naschwerk und die Torten abholen. Und du holst uns dann vom Pacific Bluffs dann ab. Oder wie können wir das machen? Dann holen wir noch die letzten 2 Jetskis und dann holst du uns nochmal ab. Weil wir haben... Achso, und ich hol die Torte sozusagen. Ja, genau, richtig. Während wir die Jetskis wegbringen. Ich meine, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Idee. Ne? Wir müssen uns jetzt auch ein bisschen in die Hacken spucken. Ich muss jetzt noch kurz beim Cloud. Ne, ich muss erstmal einen Termin bestätigen. Ich habe morgen meinen ersten romantischen Rundflug. Ich hoffe, Max hat das liebende Menü schon bestellt. Weiß ich nicht. Scheiße, die ist nicht erreichbar. Okay. Dann muss ich später nochmal versuchen. Ja. Beim Clouds kriege ich ja, denke ich, relativ schnell alkoholfreie Cocktails. Ich denke schon, ja. Hochzeitstorten kann man schon abholen, wenn ich gerade sehe. Ja, die hole ich jetzt gleich ab. Gut. Sam, dann kümmern wir uns beide um die Jetskis. Isaac holt die Torte und holt uns von Pacific Bluffs ab. Dann bringen wir noch die letzten 2 rüber. Und er holt uns dann nochmals ab. Okay. Gut, dann sind wir soweit geplant. Wir machen am besten dann die Leitstelle erstmal dicht. Weil ich glaube, wir sind die Einzigen jetzt gerade. Ach, die wollten auch einen Bungalow haben, sehe ich hier gerade. Okay. Bungalow? Steht hier denn... Ach hier, Bungalow 1, Kayo? Ist es das? Ja. Ja gut, das kannst du ja mit denen dann ja auch noch ausmachen, wenn Kann du ja sowieso da machen. Bist. Ja. Richtig, genau. Ja gut, dann haben wir erstmal einen Plan. Ich mal sagen, auf geht's, oder? Auf geht's, ab geht's. Wupp, wupp. Ich bin mir jetzt also immer noch nicht sicher, wo du die Chesties gar genau hin haben willst, aber... Zu Pacific Bluffs. Und dann schieben wir die so ein bisschen vorsichtig an den Strand hin. Genau. Ja, aber sonst sind die nämlich weg. Ja. Das ist deswegen. Immer ein bisschen problematisch. Mhm. Das war gestern auch schon ein Stress. Ja.
ich bin, treib ab. Oh. Noch Leitstelle ablegen. Leg doch die Leitstelle ab. Ach, Sam. Ach, was macht er denn jetzt noch so lange da? Hast du die Leitstelle abgelegt? Gut. Einfach dann da unten vorne zu den Glas abstellen, da wo aufgebaut ist. Alles klar. Gut. Nicht, dass jetzt noch ein Anruf reinkommt. Ich hier dann die Pforten holen. Alles klar. Wow.
Und jetzt Gas geben. So, ein bisschen einbuddeln. Okay. Ist der Motor von hier noch an? Ist der Motor noch an? Nee. Dürfte einen nicht. Warte mal. Ah, jetzt. Doch, war noch an. Ach, keine Ahnung, manchmal. So, die sind fest. So, ersten Jetskis sind dann da. Am besten fahren wir, lassen wir uns dann zum Yachthafen, das geht schneller. Holen wir von dort noch ein paar. Ja. Wir haben die ersten zwei Jetskis dann jetzt schon mal abgestellt. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg. Wir warten dann auf dem Parkplatz. Oh, das ist aber hier ganz schön schön so. Ja. Ich bin gespannt, ob die gleich noch hier sind, ne? Die Jetskis? Ja. Ich denke mal, wir haben sie weit genug rangeschoben, dass sie jetzt nicht von den Wellen weggezogen werden. Hoffe ich zumindest. Ich und May sind gestern schon verzweifelt. Wieso? Aber die wollten auch 5 Jetskis. Guck mal, weil der eine ist schon wieder im Wasser. Ach du meine Fresse, welcher ist denn das? Keine Ahnung. Warte, ich hol das schnell. Geh du schon mal hin. Hin!
So, jetzt ist es ein bisschen eingebuddelt. So, jetzt sollte es nicht mehr wegkommen. Hui. Hier. So, ich habe das jetzt noch ein kleines bisschen mit Sand festgemacht. So, jetzt sollte es nicht mehr wegschwimmen. So, jetzt noch die zwei und dann sollte das funktionieren. Was kommt jetzt für ein Jetskin an? Oder bin ich taub? Was? Die fahren wir da draußen, okay, ich dachte schon. Ja, das ist mit Mavis. Achso. Die haben sich beim Alamosee auch so 5 gemietet. Ach, guck mal, hier ist doch schon die Abholung. Ah, da ist ja schon die Abholung, wunderbar. Hoppala. Oh Gott, das war knapp. Fahr am besten zum Yachthafen, es geht schneller. Hört ihr das? Was denn? Okay. Ich hab, glaube ich, Hallus. Zum Yachthafen? Okay. Ja, geht schneller. Bevor wir wieder die ganzen Strom schnell runtergedüselt sind. Dauert das. So, die Torten hast du? Ja, die sind hinten draufgespannt in Kühlboxen. Gut. Müssen wir sonst noch irgendwas dann jetzt noch organisieren? Hab ich genommen aus dem Schrank hinten schon. Okay. Ich bin muss ja sozusagen vor Ort, bis das Feuerwerk, ne? Bis es dunkel geworden ist und dieses Feuerwerk machen. Ja. Zum Glück wollten die nicht irgendwie Spiele haben, da wären wir heute Das hätten wir nicht geschafft, ne. Also so wenig Leute an einem Samstag ist schon heftig. Aber ja, meine Freundin, die ist halt auch heute nicht da, immer Samstag meistens. Ja, deswegen. Ich kann es ja aber auch manchen Kollegen echt auch nicht verdenken, dass die samstags auch mal einen Tag frei haben wollen. Ja. Ist ein bisschen unpassend, dass Amy hier Samstag nie da ist. Weil sie ja auch in Hochzeitsteam ist, ne? Aber. Ja, aber wenn für sie Samstag halt der Tag ist. Ach, Yenranjit. Ja. Der ihr heilig ist, dann ist das so. Ja, das stimmt. Hä, was ist denn mit dem Partybus? Soll er muss nicht den noch. Partybus holen? Keine Ahnung, gute Frage. Ja, eigentlich schon. Boah, da steht ein Blitzer. Hier stehen so einige. Also, wenn der noch bei der Staatsbank steht. Am Mirror Park? Gut. Jubi. Dann bis gleich. Hey, thank you.
denn da? Was ist denn mit den ganzen... Was ist mit euch los? Ich glaube, die sind gleich wieder weg. Ja, Mann, was ist mit denen? Ah, die Wellen hier sind auch so. Das ist, ja. Mann! Wo wollen die denn immer hin? Bist du jetzt wirklich? Hä? Hallo? Das kann's ja wohl nicht sein, dass die andauernd hier von irgendeiner Welle weggeschwemmt werden. Ja, das ist irgendwie keine Ahnung. Ey, na gut, dass Isaac da ist. Er muss ein Auge auf sie haben. Irgendeins ist hier noch an. Das kann bestimmt. Okay. Ja, da muss halt gucken, ne? Die werden halt immer. Das war gestern mit May genau das gleiche. Ja. Also Jetskis irgendwo abstellen, das sollten wir eigentlich sagen, das machen wir nicht mehr. Ja, oder. Nee, das geht einfach nicht. Vor allem jetzt hier auf offenem Wasser. Da haben wir doch nur Scherereien mit. Ja, da kannst du sicher sein, dass wenn wir jetzt 10 Minuten weg sind und wiederkommen, dass die alle irgendwo auf dem Wasser sind. Ich hab euch im Au- Nicht da! Alter! Sam, du hast es gejinxed! Sorry. Ja wohl nicht. Hier rutscht das nächste. Das gibt's ja wohl nicht. Das rutscht hier als nächstes schon. Ey, das ist doch nicht wahr. Ey. Das ist doch Mist. Ja. Kannst du so fern vergessen. Wir sind doch hier nur mit den Jetskis beschäftigt. Ich glaube, du musst die wahrscheinlich echt auf dem Wasser lassen und irgendwie ankern und hoffen, keine Ahnung. Ja, aber... Das ist doch Mist! Rutscht das nächste. Ja, da kann sie nichts machen. Also Isaac, die Jetskis hier, wenn die weg sind, ne, ist mir scheißegal. Die rutschen dann dauernd ins Wasser. Ja, dann muss ich drum kümmern. Wenn er die haben will, dann muss er auf die gucken. Gehen die trotzdem, treiben die trotzdem, trotz Anker weg? Ja, ich hab die schon eingebuddelt. Es geht nicht. Was ist das für ein Scheiß? Thank you.
Es funktioniert, also es ist, das ist doch echt zum Mäusemelken mit dir, mit euch hier. Bleibt es stehen. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ich wieder außer Dienst gehen, glaube ich, tatsächlich. Also Jetskis am Strand absetzen kannst du vergessen. Ja, was soll man dann? Das jetzt schwierig, muss eigentlich mal irgendjemand über den Anker drüber gucken. Naja. Oder über die Jetskis, keine Ahnung. Aber irgendwas ist da ganz. Es kann doch nicht sein, dass die, selbst wenn man sie einbuddelt, einfach wieder ins Wasser rutschen. Selbst wenn sie noch nicht mal mit Wasser in Berührung kommen. So, achso, Torte behältst du, glaube ich, noch hier im Dumpster, richtig? Ne, die habe ich schon in den Kühlschrank reingelegt. Ah, okay. Na, dann ist ja gut. Wird jetzt schon hoffentlich niemand da hinkommen und klauen. Jinx ist nicht. Jinx ist einfach nicht. Ich habe jetzt schon die Schnauze voll von diesen beschissenen Jetskis. Okay. Jack? Bin wieder da. Willkommen zurück. Können wir zufällig noch kurz beim Pack halten? Das hat jetzt offen. Haben wir nur 2 Minuten. Achso, wegen der Ausstellung. Wegen dem Führerschein, ne? Ja. Das sollte eigentlich schnell gehen, glaube ich. Ja. Ich muss ja nur kurz tanken. Wir haben jetzt. Keine Ahnung. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Jetskis abgeliefert. Es war ein Krampf. Ja, wenn die weg sind, dann muss ich, dann kassiere ich sie einfach nicht ab. Ja, dann müssen wir sie dann halt spätestens morgen irgendwie orten lassen. Ja, und dann, ich weiß. Kurze Frage, die Turbo-Kommission um 20 Uhr, war das der, der um 7 schon hier war? Nee, das ist ein neuer. Ja. Das war der, der vorhin noch angerufen hatte, richtig? Ja, genau. Aha. Der einen Turbus will. Ah, okay. Weil irgendein Junggesellenabschied kacke haben und der Busfahrer, den sie eigentlich hatten, oder der Bus, den sie eigentlich hatten, nicht kann und jetzt brauchen sie einen neuen und ach, keine. Nur Gott weiß. Ey, wenn da drin ist, die los ist, dann ist das die Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich könnte ja, ich kann gerade aktuell nicht glücklicher sein, Kate. Das merkt man die aber auch an. Ich weiß nicht, was sie macht, aber oder wie sie das die, geschafft hat. Sie macht es dann aber auf jeden Fall richtig. Vor allem, weil ich hier, sie hat jetzt auch nicht so viel Erfahrung mit romantischen, ne, Sachen. Mhm. Weil sie bisher auch noch keinen einzigen Freund hat. Also so eine feste Beziehung. Ja. Aber da habe ich ihr gesagt, das ist ja nicht schlimm, das kommt auch mit der Zeit dann. Lasst es einfach ruhig angehen. Und nichts übereilen. Dann macht ihr schon alles richtig. War auch eigentlich nicht mal im Plan, wieder direkt in eine neue. Naja, aber wo aber die Liebe halt hinfällt, halt. Ne? Richtig. Ja. Das ist das Schicksal. Ach, heute ist noch die Blutspendeaktion von dem Sams. Ja, ja. Oh mein Gott. War ich. Deswegen waren so wenige Leute.
Was macht ihr da? So, hast du endlich deinen Nein, Flappen? Ich oh, habe ihn nicht. Ey. Hier ist gerade keiner, der hier ausstellen kann. Sorry. War die Oma, ne? Nee. Es war einfach nur die Stimme dafür. Ja, das war die Ich bin sauer Stimme. Ah, diese. Verstehe. Die habe ich auch ab und zu mal, wenn ich genervt bin. Das ist geisterkrank, ey, dass da keiner da ist. Das ist halt. Naja. Da musst du ja auch gleich wieder hoch, ne? Isaac? Ja. Wohin? Der eine, der den Tourbus für dieses Bollywood-Stock geholt hat, ne? Erstmal fragt er mich, wie ich heiße. Und dann wollte er noch meine Privatnummer haben. Ah ja, da wollte er anmelden. Nur leider würde er dann im Nichts angeln. Ich sei ja so sympathisch und falls ja was mit dem Tourbus ist, hüst, ja dann ruf bitte die Leitstelle von Whitewater an. Meine Telefonnummer geht dich nichts an. Punkt. Ich hätte ihm am liebsten jetzt, also wenn, dann hätte ich ihm vielleicht noch mit meiner linken Hand, wo mein Ehering dran ist, einmal ins Gesicht gehauen. Aber nein, das tue ich nicht, denn ich bin eine gut erzogene. Warte mal, wurdest du gerade geblitzt? Warum steht da eigentlich ein Blitzer? Darum! Aber ich glaube mal, der da vorne wurde auch geblitzt. Ja, natürlich. Da-dum. Ja, ich gehe den morgen oder so zahlen. Ich schreibe mir das Kennzeichen auf. Hab jetzt heute keinen Bock mehr. Ja, richtig. Was ja auch gleich zu tun. Das sind $250, egal. Ja! Warum auch egal. Nicht? Du hast wirklich einen heißen Reifen drauf. Muss wirklich jetzt an Amy liegen. Nie ein Blitzer. Ja, jetzt ist. Ja, Liebe macht blind. Ups. Ich Feierabend. Auf Süß und dann haben wir uns morgen oder so, denke ich. Jo. Bis dann. Bis dann. Wuhu! Gar kein Stunt machen. Kannst ja gleich noch sagen, ob die Jetskis da noch sind oder nicht. Ich schicke die Rechnung aber erst morgen ab. Ja, richtig. Denn du weißt ja nicht, wie lange die Jetskis vermietet sind. Ja, 3-4 Stunden wollten die. Ich habe jetzt für 3 Mal gerechnet. Also $150 für eins, aber. Okay, hab hier schon eingetragen. Frag nicht nach diesen beschissenen Jetskis, wie oft die wieder ins Wasser gerutscht sind. $17.400 Sollen Jetskis nicht ins Wasser? Ja, aber die sollen jetzt ja nicht ohne einen Fahrer ins Wasser und irgendwo hin schwimmen, so à la Free Willy. Hui! Und dann sollen die sich drum kümmern, dass das passt. Ja. Haben sie jetzt hoffentlich irgendwie festgemacht und ansonsten. Leck die Katze am Schwanz. Guck mir. Nein, wunderschön. Wie kann man helfen?
Ja. Ja, haben Sie einmal gerade einen Namen für mich? Ich brauche Ihren Namen tatsächlich. Also ich denke mal, Sie wollen den Bus fahren. Ja. Ah, oh, fuck. Die einen AGB noch fertig machen. Oh. Fisch, ja, 7 Stunden. Okay, dann kommen Sie doch kurz mit in den Rechner und dann gucken wir was. Für die Hochzeit am 27.07. brauche ich unbedingt auch Hilfe. 27., also in einer Woche. Das ist auch wieder Norte mit 70 bis 80 Leuten auf der Yacht. Oh no! Es gibt halt das Problem, es ist. Wir müssen mit Taxi vom. Ne? Die darüber bringen. Ja, ja. Und wieder zurück die komplette Zeit. Und Heli, also er wollte ja noch mit dem Heli die Leute rüberfliegen. Was ist mit dem zweiten Tourbus passiert? Wieso? Weil der weg ist. Hä? Also der eine Tourbus wurde ja von ja, und der zweite Bollywood. Stand da vorne und der ist weg. Wie weg? Ja, guck hin. Ich kann gerade nicht, ich bin gerade am. Warum soll Kunden... der weg sein? Der war doch gerade eben, wo wir hier weggefahren sind, noch da. Dann guck doch einmal nach links. Ja, ich weiß, da steht nicht. Ja. Scheiße? Hä? Haben wir irgendwie da der Suchner, der. Das Geld zurückgeben kann? Nee. Ja doch, man kann es ihm ja zurücküberweisen. Ja, ich kann es ihm zurücküberweisen. Das wäre super, weil... Du musst jetzt rausgehen und ihm sagen, dass wir keinen Tourbus da haben, weil der irgendwie verschwunden ist. Müssen wir ihn mal orten? Ja, aber ich kann ihm jetzt keinen geben. Nee, ich weiß. Oh, das muss ich ihm mitteilen. Ja. Aber wir können ihn auch orten gehen und dann ihn danach noch geben. Ja, du hast zu tun. Wenn, dann fahre ich jetzt erstmal fix zum PAC und sag Bescheid. Und dadurch, dass der Urbus momentan so ein bisschen Mann, ey, was ist das denn jetzt schon wieder? Schaut einer gleich mal bitte nach dem Kennzeichen vom Tourbus?
Also es ist nicht der mit der 3833. Nicht 3833. Ja, check. Hallo. Ich suche ein Auto. Oder ein Tourbus wohl eher. Danke. Also, dass die Ortung sagt, dass er bei Sandy Shores ist. Der nicht 3833 ist, ne? Ja, genau. Wo genau ist Handy? In der Nähe vom Obsthändler. Also haben. Nein, vor Sandy ist auch noch ein Obsthändler. Was hat der da zu suchen? Er war doch noch vorhin da. Manjit hat den zweiten Tourbus gerade wieder zurückgebracht. Ja, ich sehe ihn gerade. Manjit wusste nicht, dass der eine schon oben stand. Oh wow! Abschied. Ja, der kam gerade. Oh wow! Können wir bitte drüber reden, dass. Oh Mann, Ranjit! Also ich weiß ja nicht. Ach Mann, jetzt habe ich also $100 umsonst ausgegeben. Ja, also hätte er Bescheid gegeben, wäre es ja kein Problem. Aber yo, ich nehme mal kurz, weil. Ne? Ja. Ist halt scheiße. Was ist das für Fragen? Das gibt einen Rüffel. Ahnung, das gibt einen Rüffel. Ah. Wow. Das gibt wirklich einen Rüffel. Nee, ich muss das. Ja, ist einfach nervig, sowas. Ja! Ich muss das Brautpaar auf jeden Fall heute fragen, ob sie eine genaue Auflistung von den Sachen haben wollen. Oder ob denen einfach nur die Gesamtsumme reicht. Okay. Ich muss das gerade frisch essen. Tut mir leid. Alles gut. Ah, ich hab gerade $100 für nichts ausgegeben. Ich
ob die beiden nur in Sea Sharks ausleihen. Das sind die Jetskis haben. Ja, genau, habe ich mir schon gedacht. Okay, dann mache ich das und dann mache ich heute Feierabend. Ja, warte, die wollen die 10 Minuten noch für ein Damengespräch nutzen. Dann halt ein Damengespräch, ist ja auch noch. Ja, ich habe auch gesagt, ja, okay, dann gehen wir. Gut, 10 Minuten. 10 Minuten für mich. Ich fahre schon mal jetzt zur Location. Alles klar, ich wünsche dir viel Spaß. Na, Pacific Bluffs. Du musst da sein vor Ort? Ja, wegen Feuerwerk. Feuerwerk. Scheiße, klar. Nur wegen Feuerwerk und weil ich den DJ um 22 Uhr in Empfang nehme. Mhm. Arme. Und dass ich das, die Unternehmen da so ein bisschen organisieren kann, bevor die Gäste alle kommen. Ja, kenne ich. Kenn. Und wegen den Jetskis. Ja, aber du musst ja noch die Schlüsselkarten rausgeben. Ich gebe den Trauzeugen die Schlüsselkarte von genau, und er soll, ja, und der soll die dann mal rausgeben. Ich trage das jetzt auch nicht dann hier ins System ein, die Namen, weil ich, das ist für eine Hochzeit, da ist es nicht so. Mhm. Da weiß ich ja von wem, ne? Die heute gemietet wurden, deswegen. Ich schreibe mir die Namen trotzdem auf, aber. Ja, das heißt, damit ja, was ist, weiß ja das Brautpaar Bescheid. Richtig. Und der Bungalow wurde. Ja? Die Karte haben sie vorhin schon abgeholt für den Bungalow. Ach so. Kann das so, ja eigentlich raus. Wollte das Ding direkt für 7 Stunden, ne? Oh, echt? 7 Stunden? Ja. Mann. Bis 3 Uhr. Ja. Junggesellenabschied halt, ne? Wollen einen drauf machen. Aber ich bin momentan dabei, so, mir so nebenbei noch eine Liste zu machen mit Preisen, dass ich mir direkt ausgerechnet kriege, was die kosten. Ich muss dann nochmal Hochzeitskleid schauen, wer jetzt. Ah, okay, 57. Was ist mit dieser Mountainbike-Rennstrecke? Die macht's Ranjit. Gut. Ja, gut. Genauso wie die Sache mit dem Tourbus. Hat ja wunderbar funktioniert. Der Partybus hat er auch schon hingebracht. Den hat er auch schon hingebracht? Ja. Hat er wenigstens PD angerufen? Keine Ahnung. Ja, aber Bollywood ist ja sein Ding da. Ja, Tourbus ohne Polizeieskorte ist halt nicht gestattet. Ich weiß. Mir geht es nur darum, dass er sich halt drum kümmert, weil es halt sein Ding da. Mhm. Also ganz ehrlich, muss das relativ sein. Der Simon ist dann wahrscheinlich ja alleine hier. Ich darf doch noch gar nicht, ich bin doch noch Azubi. Ach scheiße. Bist du gar nicht. Bist du nicht. Bist du gar nicht. Der ist jetzt Mitarbeiter, der darf alleine. Der ist schon, der ist halt neun hier, also. Warum ist Rajit da nicht im Dienst? Weil er Waldwaterbetreuung für einen machen kann. Ach ja, stimmt. Ist aber auch klar. Na gut. Dann viel Spaß. Caitlin, dir schönen Feierabend gleich. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Und ich muss hier wieder allein rumgammeln. Musst du nicht. Obwohl, nee, warte mal. Irgendwas ist da noch um 22 Uhr. Nee, 21 Uhr. Manches. Ja. So, ich muss dann hier alleine rumgammeln. Weil keiner mich doch. Mag. Nein, das ist es nicht. Ja, aber ich bin halt echt noch gar nicht wieder fit. Tut ja, so der gut. Rücken weh. Alles gut. Das ist mal ein schönes Teechen. Schmeckt zwar echt künstlich, aber egal. Ja, aber weißt du, ich mache mir einfach eine Liste, die mir anzeigt, wie viel es kostet. Also du wählst quasi das Fahrzeug aus, dann wird quasi schon der Grundpreis berechnet und dann machst du das nur noch mal so und so viel. Nicht ganz. Ich mache mir im Prinzip eine Liste mit Fahrzeugen, Equipment, Aktivitäten, romantischen Sachen und Events. Diesmal lasse ich mich nicht blitzen. Hab dann da die Sachen eingetragen. Beispielsweise Landfahrzeuge. Hoffentlich. Scorcher, Verus, Blazer, manches. Ja. Und dann kann ich hingehen, die Anzahl der Stunden eintragen, die Anzahl der Fahrzeuge eintragen und wenn es dann soweit ist,
rechnet der mir dann auch noch aus, wie viel Zeit ich dann meine Schlüsselkarte eingeben muss. Ah. Dann die Kosten, die Anzahl und die Zeit. Mhm. Ja, gut, das ist dann ein hilfreiches kleines Gimmick. Hm. Dann muss ich es einfach nur noch kurz eintippen und dann habe ich es. Mhm. Ich sagte, die 100 Dollar, die hole ich mir von Ranjit wieder. Ach du Heilige, das ist ja noch so leid. Was ist denn? Die gehen in der Karaoke-Bar beim Junggesellenabschied. Du. Dumm, dumm. Wenn das sind jetzt nämlich 100 Dollar, die ich für die letzte Finanzierung für meinen Buffalo nämlich habe. Mhm. Oder, ne? Mein Buffalo ist nicht mehr so viel, dass ich abzahlen muss. Ich möchte die nächste Woche rauszahlen. Dann ist es meiner. Bin ich schon bei 21.000 im Dreh? Ja, doch, so in etwa. Ja. Dann. Ja, aber ich geh kurz so. Will ich den. Das Ganze ein bisschen aufrollen. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mit solchen Tabellen überhaupt nicht. Sehe ich nicht durch und ich komme das kommt überhaupt nicht klar. Das ist tatsächlich relativ easy, sag ich mal. Ja, klar. Wenn man damit affin ist, klar, ich bin da komplett raus. Ja, du hast gut. Naja, aber ich mache mir es dann einfach so, dass ich halt sage, jo, Zeit anhalten. Jetzt zum Beispiel bei den Fahrzeugen halt Stunden, beziehungsweise Partybus 24 Stunden. Mhm. Dann halt die Zeit pro Einheit umgerechnet. Dass ich halt, weil anders der mir da halt sagt, okay, hier so und so viel Zeit musst du auf die Karte schreiben. Hm. Ist schon geil, bin ehrlich. Das glaube ich. Also zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, der hat sich jetzt den Turbus halt, ne, für 7 Stunden. Also momentan jetzt ohne das Zeitgedöns, weil ich das machen muss, sagt er mir dann halt, okay. 7 Stunden, ein Partybus für 300 Dollar pro Stunde sind 2.100 Dollar. Ja. Mhm. Ich sag einfach gerade nur, ja, passt. Ich bin da raus. Null. Du musst dir vorstellen, im Prinzip, er geht hin und sagt, okay, ich habe die 300 Dollar für den Turbus. Mhm. Ich habe Zeiteinheiten, nenne ich es jetzt mal. Heißt, beim Turbus wird ja in Stunden gerechnet, heißt eine Zeiteinheit ist eine Stunde. So, dann gehe ich hin, okay, 7 von diesen Zeiteinheiten möchte er haben, also 7 Stunden, mhm. Bei einem Bus. Und dann sagt er halt, okay, ein Bus mal 7 Stunden mal 300 Dollar ist halt 2.100. Und dann 7 Stunden mal 60 für die Minuten sind halt 420 Minuten. Ja. Also das ist tatsächlich nicht schwierig, sag ich mal. Nee, aber das hätte ich jetzt mit ein bisschen im Kopf selber auch ausgerechnet. Also passt schon. Ja, also vom Mathematischen her, wie gesagt, easy. Ja, richtig. Aber mich jetzt mit diesem ganzen Gedöns, da bin ich raus. Das bin ich schneller, wenn ich es im Kopf rechne. Also ja, es ist, wenn das Ding erstmal steht, ist das total einfach und total praktisch. Aber der Aufbau bis dahin, da bin ich schon raus. Da rechne ich dann das Ganze lieber immer selber im Kopf. Ja gut, ich mache mir halt die Arbeit einmal, das Ganze aufzuschreiben und dann. Ja, genau, wie gesagt, wenn du das einmal gemacht hast, musst du nur ein paar Mal ein bisschen was eintragen und fertig. Aber diese ganzen Formeln und so, da bin ich raus. Hm. So. Die Formeln, ganz ehrlich, das ist im Prinzip auch nur ein ist gleich, das und das mal 60.
Ja, ja, ich weiß, ich weiß. So, wo sind jetzt die beiden Mandamsen? Die stehen da noch. Wo? Oh, die kommen bestimmt rein, wenn sie bereit sind. Ja, wenn sie was wollen, kommen sie. Jupp, genau. Reiselt aber in der Exporteurstraße. Oh, gut. Ariana Hilton und Steven Bates. Sind die schon in den Personenakten eingetragen? Was ist mit denen? Die haben AGB unterschrieben, haben aber noch keine Personenakte. Moment. Oh, ich höre die Tür. So, hola. Wunderschön. Hallo. Also, 2 Minuten Verspätung. Doch noch ein bisschen intensiver, es tut mir leid. Ich wollte sie gerade loben, dass ich mich sogar an sie erinnere, weil sie das so toll bei der Vernissage aufgebaut haben. Was? Die waren die ja. Bei der Vernissage. Ja, sie. Tja, Simon, dann darfst du, glaube ich, auch dann einmal die Ehre haben und die Jetskis dann rausgeben. Also ich kümmere mich. Das ja, nö, das nicht. Ich kümmere mich hier um die AGB. Zur Sicherheit einfach 2 Stunden, weil nicht, dass wir auf dem Meer sind, ne? Und die Zeit vergessen. Achso, und ich weiß ja, ne? Sind da auch eingetragen. Thank you.
Ja. Also nur ein Jetski ist rausgetrieben, das habe ich ein bisschen wieder reingeholt. Die anderen sind stehen geblieben. Naja, wenigstens ein kleiner Erfolg. Er hört sich ja schon lustig an da unten. Wir meinten auch gerade schon, die Nacht ist noch jung und das Konto noch voll. Ja gut, okay. Wie heißen die beiden? Lola Lescano? Lola Lescano und hier Cruz. Cruz? Ach, die dabei. Viola Cruz. Ja. Okay. 2020 bis 2020. Boah, die wird 200 Jahre alt, krass. Was? Ja, wegen 2020 und 2220. So. Okay, vergiss es. Ja, ich glaube, mein Hirn sagt schon langsam, ich brauche wieder ein bisschen Ruhe. Ich trage ja, noch die beiden. Ich, nicht lustig bin. Ich trage noch die beiden ein und dann. Ja, mache ich mich vom Acker. Ja, aber, naja, ich meine... Falls ihr am PC gerade seid, könnt ihr für mich den romantischen Rundflug für morgen als bestätigt in die Akte eintragen. Hast du das gerade mal kurz? Gut. 2020? Ich will auch eine Flugausbildung. Ich will fliegen! Was denn? Nix. Ab dafür. Jeden Tag 5 Rundflüge und dann geht's los. Stische 7013. Das war die Jule Cruz. Zack. Ja, aber das war die von der Vernissage, die da rummachen durfte. Ah. Weißt du, im Prinzip hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, was wir machen, aber ich versuch's mal. Grüße. Einen wunderschönen, wie kann man helfen? Ich wollte mal fragen, ob die gute Avery hier ist. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Schade. Ja gut, da warst du schon. Nee, du weißt auch nicht, ob die heute nochmal auftaucht, oder? Keine Ahnung. Nee. Weißt du nicht. Also du weißt nicht. Okay. Gut. Nee. Wer hat ja was gesagt? Alles klar. Dann danke ich euch trotzdem und schönen Abend euch noch. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. So, die beiden sind auch eingetragen. Damit gehe ich jetzt in den Feierabend. Das ist gemein. Ja, ich weiß, die Welt ist gemein. Oh, ich bin jetzt weg. Ja,
habt noch einen schönen Abend. Vor dem Feierabend. Macht's gut. Bye bye. Microphone muted. So, meine Lieben, ich mache für heute Feierabend. Ich habe heute einen ziemlichen Aufnahmemarathon hinter mir und ich bin dementsprechend jetzt auch schon bräsig im Kopf. Darum mache ich für heute Feierabend. An und für sich war das doch jetzt eine ganz okay Folge, würde ich jetzt mal sagen, oder? Wie fandet ihr sie? Sie war kurz, ich weiß. Nur, ich habe aktuell, also jetzt gerade kommen, also zwischendurch auch schon, haben immer wieder mal meine Rückenschmerzen sich mal blicken lassen und es war echt teilweise nicht sehr angenehm. Versuche es immer schon, so gut es geht, halt zu überspielen, aber wenn die Rückenschmerzen kicken, dann ist das nicht wirklich angenehm. Trotzdem möchte ich halt auch ein bisschen RP machen. Weil es einfach Spaß macht. Und ja, ich habe halt einfach Spaß daran. Darum. Und ich lasse mir auch echt gar nicht den Spaß nehmen. Es macht mir einfach viel zu viel Spaß. Habe ich schon sehr oft Spaß hintereinander gesagt, ich weiß. Nichtsdestotrotz sage ich nur meine Meinung und ja. Aber für heute ist wirklich Feierabend. Ich habe den Marathon heute hinter mir. Ich habe, glaube ich, 6 Stunden oder so aufgenommen. Schon alleine mit Medieval Dynasty, mit Fuchs heute schon zusammen. Das war eine sehr lange Session, aber es war auch eine sehr lustige Session. Und ja. Ich hoffe, dass man das bald wiederholen kann. Vielleicht sogar auch mit Alex zusammen. Der hatte heute leider keine Zeit, ansonsten wären wir sogar zu dritt gewesen. Das wäre auch eine ganz lustige Runde gewesen. So, aber wie gesagt, für heute mache ich erstmal wieder dicht und lehne mich ein wenig zurück und entspanne meinen Rücken. Es hat mir trotzdem heute Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Ein verschwundener Tourbus und Jetski-Vermietungen. Täglicher Alltag bei Whitewater. Und ich liebe es. Es macht einfach Spaß. Auch wenn es stressig ist. So, meine Lieben. Ich danke euch jetzt heute fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei GTA RP. Macht's gut und bis dahin.